Ja, ich kann es nicht lassen. Eigentlich sollte das erst mal das Technische alles fertig machen, dass das alles gescheit hinhaut. Aber ich glaube, ich muss jetzt doch einmal ein bisschen Blecharbeit machen, dass das noch was ausschaut. Da habe ich jetzt mal mit der Haube angefangen. Da muss ich mir jetzt was öffnen lassen, wie ich das dann genau zusammenstickelt. Das schneide ich dann da vorne ab und die Seiten biege ich dann um. Und da muss ich mir jetzt öffnen lassen, wie ich das Stickel da noch hinbringe. Jetzt probiere ich mal, ob ich das da abflexen kann. Erst einmal eine neue Scheibe machen. Und erst einmal ein Stückchen Restler aus. Einwandfrei ist gegangen. Sogar relativ gerade waren. Das passt, dass da hinten nichts als Brenner anfängt. Aber ich glaube, das passt. Ja, dann probieren wir mal, dass wir das jetzt sauber umbiegen, 90 Grad. Dann nehme ich wieder meine Methode her, die zwei Eisen und Schraubzwingen. Schauen wir mal, ob das was wird. Ja, jetzt habe ich da unten das noch ein bisschen abgeschnitten. Gefällt mir jetzt eigentlich ganz gut. Auf der anderen Seite noch schauen. Schaut eigentlich ganz cool aus. Jetzt muss ich bloß noch was einfallen lassen für den Auspuff und für den Tankdeckel. Der Auspuff ist jetzt auch drin. Ich habe jetzt eine Vierkürzelung gemacht, weil es einfacher zu machen ist mit der Flex. Ja, hätte dann ein bisschen sauberer werden können, aber das passt schon. Keine neues nachgearbeitet vor dem Lackieren. Im Tanken muss ich mir etwas öffnen lassen. Entweder lasse ich es so, dass man kaum Rad haben muss zum Tanken. Oder ich lasse mir da auch noch irgendwas einfallen. Das weiß ich jetzt noch nicht gewiss. Naja, das sehen wir dann schon. Kühlergrill habe ich jetzt auch mal provisorisch drin. So ein Streckmetall. Das muss ich jetzt noch festmachen, aber gefällt mir echt schon richtig gut. Macht schon was her. Schauen wir, wie ich das jetzt mache. Dann sind wir schon wieder ein Stückchen weiter.
Ja, das ist jetzt das Endergebnis für heute. Ich glaube, das kann sich sehen lassen. Jetzt habe ich da vorne ja die zwei Eisen hingeschweißt, links und rechts. Und dann habe ich innen einen Schraum drauf geschweißt und da so Klammern gemacht. Eine links, eine rechts. Das einwandfrei gibt es jetzt. Dann schauen wir mal, was als nächstes zurückkommt. Bis dann.